Hallo und danke fürs Einschalten. In der heutigen Episode geht es um die Heckler & Koch P30. Bleibt dran! Die P30 des Oberndorfer Herstellers Heckler & Koch ist eine Weiterentwicklung ihrer vorausgegangenen Schwester, der P2000. Die vorliegende Waffe und auch die FSP9 gehören nicht mir, sondern sind Eigentum der Firma Waffenwind und Apel in Bochum bzw. Hannover. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Heckler & Koch fand den ersten Großkunden für die seit 2006 gefertigte Pistole noch im selben Jahr. 13.500 Exemplare bestellte die deutsche Zollverwaltung. Weitere deutsche Behörden, die diese Pistole einführten, waren das KSK der Marine, bestimmte Feldjägereinheiten der Bundeswehr, die Bundespolizei sowie das Land Hessen für Polizei und Justiz. Auch die norwegische Polizei bestellte sehr früh 7000 Einheiten der Waffe mit Browning-Petter-Sig-Verriegelung. Dazu sei gesagt, dass norwegische Polizisten keine Waffen tragen, sondern im Dienstwagen belassen. Die im Entwicklungsstadium noch P3000 genannte Waffe überzeugte die Kommissionen der Polizei der Schweizer Kantone Solothurn, Basel-Land, Aargau, Zürich, Thurgau, Appenzell-Innerrhoden sowie das 2020 aufgelöste Grenzwachtkorps. Portugals Militär, Nationalgarde und Polizei verlassen sich auf die deutsche Pistole. Auch die älteste noch existierende Zivilpolizei Europas, die katalanische Mossos d'Esquadra, hat sie eingeführt. Auch Ungarns Steuer- und Zollverwaltung führt sie, Antiterrormarineeinheiten in Malaysia, der Stadtstaat Singapur, genauso wie eine US-amerikanische Grenzschutzbehörde, die die Variante L geordert hat. Insgesamt gibt es 4 Varianten, jeweils auf Wunsch mit Daumensicherung. In dem Fall wäre dann ein zusätzliches S in der Bezeichnung. Neben dem Standardmodell mit 98mm Lauf noch die Variante L mit 113mm Lauf und einem entsprechend verlängerten Verschluss, diese orderten auch die Norweger und die Bortec. P30 SK für Subkompakt mit einem 22mm gekürzten Griffstück und einem 83mm Lauf mit passendem Schlitten. Die Ausführung SD hat einen verlängerten Gewindelauf für einen Schalldämpfer. Die gezeigte hier ist von der malaysischen Marine. Es gibt auch eine Variation von Abzügen. Insgesamt gibt es 5 verschiedene plus eine weitere Unterform. Für den Privatmarkt wird meist die Version 3 verbaut, das ist ein Single-Action-Double-Action-System. Die anderen sind mehr für den Behördenmarkt zugeschnitten. Die Pistole wird auch im Kaliber 40 Smith & Wesson gebaut, was besonders in den USA sowohl privat als auch behördlich verbreitet ist. Das zum Hintergrund, nun zur vorliegenden Pistole im Kaliber 9x19. Geliefert wird sie in einem übersichtlichen Koffer mit Ersatzmagazin und einem Magazinlader und unterschiedlichen Griffpanelen bzw. Griffrücken. Das Griffstück besteht aus Polymer, glasfaserverstärkt mit Metallstabilisierung. Dadurch wiegt die Standardausführung ungeladen nur ca. 740 Gramm. Bei der P30 befindet sich, anders als bei der SFP9, keine Sicherung im Abzugszüngel. Vorne am Dustcover befindet sich eine Picatinny-Schiene. Ist keine Patrone im Magazin, bleibt der Verschluss offen. Um dies zu entnehmen, muss man das Pedal Release nach unten drücken. Das ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder gut zu erreichen. Ebenso beidseitig bedienbar ist der Schlittenfanghebel. Auf beiden Seiten ist er komplett unverdeckt. Die Schussauslösung erfolgt per Hahnschlag. Wenn die Waffe im entspannten Zustand getragen wird und ein schneller Schuss erfolgen muss, löst sie im Double-Action-Modus aus. Ab dem zweiten Schuss dann in Single-Action. Wie gesagt, das ist der Abzug Typ 3 für das Gros der Privatkäufer. Sicher zu entspannen funktioniert auch mit dem praktischen Button hinten, den hat sie von der P2000 geerbt. Ich zeige es nochmal aus der Sicht des Schützen. Die 3 Kontrastpunkte der Visierung sind nachleuchtend. Wie ihre schlagbolzenauslösende Schwester, die SFP90 bzw. 40, zu der ich hier auch ein Video veröffentlicht habe, hat sie einen Ladestandsanzeiger. Ich lade mal eine Dummy-Patrone.
Da sieht man den roten Streifen kaum. In der Kamera sieht man das sogar etwas mehr als vor Ort. Nach dem Durchladen ist mit bloßem Auge der Unterschied stärker zu erkennen. Mit Übung kann man den Ladezustand auch ertasten. Nun zum größten Fortschritt, den sie zu ihrer Vorläuferin unterscheidet. Die Griffpaneele und Rücken lassen sich einfach und schnell austauschen. Dazu muss man nur den Stift an der Griffstückferse herausdrücken. Dann lässt sich der Wechselrücken rausnehmen, der die Seitenpaneele sperrt. Die Griffstücke sind mit der schlagbolzenauslösenden SFP9 nicht kompatibel. Sie benutzen jedoch die gleichen Magazine, sogar jeweils die subkompakten akzeptieren die Standardlänge. Für diesen Fall gibt es auch einen Überzug für einen schlüssigen Griff. Genug geredet, zerlege ich die Oberndorferin feldmäßig. Mack raus und mit gespanntem Hahn geht's einfacher. Auf der rechten Seite muss man die Achse des Spannhebels reindrücken und dann auf der linken Seite bis zum Anschlag ausziehen. Aber nicht entnehmen. Dann sieht man eine rote Markierung. Voila! Die Schließfeder ist benutzerfreundlich gefangen und enthält einen Stoßabsorber, der auf der Feder beweglich ist. Feldmäßig wär's das auch schon. Hier an der im Bild oben befindlichen Waffenseite ist der Unterbrecher, das ist ein separates Waffenteil. Wenn der Schuss gerade ausgelöst wurde, schert der Schlitten diesen nach unten. Dadurch wird wie bei fast allen Waffen das Auslösestück von der Fangklinke gefangen. Ganz eben kann man folgend sehen, dass der Entspannknopf leicht nach unten wippt. Das liegt daran, dass dieser ein hebelförmiger Teil des Abzugsstollens ist. Wie bei den meisten Waffen ist eine Schlagbolzensicherung verbaut, die in Form einer Nase nach oben drückt und im Schlitten eine Schlagbolzensperre freigibt. Hier ist es jetzt mal anschaulich. Ganz vorne ist der Unterbrecher. Der senkt die Abzugsstange nach unten ab. Die Schlagbolzenfreigabe kann man hier jetzt gut sehen, das habe ich ja schon erläutert. Hinter dem Unterbrecher und der Schlagbolzensicherung befindet sich die Fangrast. Im Schuss wird diese Raste abgesenkt und ragt beim Abkrümmen in einer Aussparung im Hahn. Ohne abzuziehen ist die Nase hier oben, leider kann ich das nicht anzeigen lassen. Eure Vorstellungskraft reicht aber sicher für diese Funktion aus. Der Decocker ist wie beschrieben eine feste Stange mit Druckknopf am Abzugstollen. Von dieser Seite sieht man nur die Fangrast des Abzugstollens. Der Zusammenbau ist genauso einfach wie das feldmäßige Zerlegen. Lauf rein, Feder mit Führungsstange rein, der Schlitten wird nur an diesen beiden Schienen geführt. Und die Lauferretierung wieder reindrücken. Fertig. Ich würde mich über einen Daumen hoch, einen höflichen Kommentar und ganz besonders über ein Abo freuen. Gerne auch mit Glocke, schaut gerne auch in meine anderen Videos. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.